Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Herzlich willkommen bei AIDA Cruises und auf der AIDA Nova nach Südnorwegen im Winter. Hamburg Hauptbahnhof Ausgang Wandelhalle. Hier können die Koffer direkt für den Transfer abgegeben werden und man findet sie dann auf der Kabine wieder. Der Fußmarsch zu den Transferbussen ist ungefähr 7 bis 8 Minuten. Ist natürlich schlecht, wenn es regnet. Von daher, ich finde ein Taxi auch eine gute Alternative direkt zum Schiff vom Bahnhof. Jetzt geht's los zur Winterkreuzfahrt Südnorwegen mit der AIDA Nova ab Hamburg Steinwerder. So, jetzt werden die Koffer verladen. Das ist natürlich eine Menge. Mal schauen, wie viele Passagiere überhaupt an Bord sind. Die AIDA Nova fasst ja bis zu 6.500 bei voller Belegung. Vor der Reise muss man sich einchecken und bekommt eine Eincheck-Uhrzeit. Somit werden lange Wartezeiten vermieden und ich muss sagen, es hat echt gut geklappt. Wir haben nicht lange angestanden. An Bord haben wir uns erstmal mit einem Döner und einer Currywurst, Bratwurst an der Streetfood-Meile gestärkt. Das ist die Veranda-Komfort-Kabine. Für 3 Personen, darum ist dieses Bett extra ausgeklappt, so kann die Couch noch genutzt werden. Blick über Hamburg City mit dem Michel und der Elbphilharmonie. Diese Verandakabine hat sogar einen begehbaren Kleiderschrank. Dies ist das Bad mit WC auf unserer Kabine. Langsam geht die Sonne unter und wir werden mal einen Rundgang über die AIDA Nova machen. Schöne Adventsfahrt mit Glühweinbuden und Gondeln an Deck. Etwas zu sagen hat, dann ist natürlich auch immer ein sicherheitsrelevanter Teil dabei. Ja, heute ein recht schöner Tag in
Guten Morgen an einem Seetag. Heute fahren wir nach Bergen. Das sind von Hamburg 550 Seemeilen. Ja, da geht die Sonne auf. Toll. Nach dem Frühstück gehen wir ein wenig über die Aida Nova, um das Schiff kennenzulernen. Minigolf kann hier auch gespielt werden auf der Aida Nova. Das große Theatrium befindet sich mittschiffs und erstreckt sich über 3 Decks. In dem Spezialitätenrestaurant French Kiss, welches in dem Bordbudget mit enthalten ist für den Reisegast, müssten nur die Getränke extra bezahlt werden. Es lohnt sich allein schon wegen dieser Nachtischauswahl. Ein Wahnsinn, ich habe gestaunt.
moderne und einladende Bars. Was ich etwas nachteilig finde an der AIDA Nova, dass die Restaurants und Bars so einen offenen Durchgang haben. Das scheint manchmal etwas wie ein Bahnhof. Ein bisschen viel Gewusel. Erreichen wir die Scherenwelt vom Bergen in der Morgendämmerung. Das Wetter scheint ganz gut zu werden, aber kalt ist es auf jeden Fall. Wir liegen im Hafen Thalbergen-Jektevik, denn ja, fußläufig sind es vielleicht 15 bis 20 Minuten, wenn man recht zügig geht bis nach Bergenbrücken, und die Flöjebahnen sind schnell erreicht. Wir machen gleich aber etwas anderes, Besonderes in dieser Adventszeit. Seid gespannt. In der Ferne sehen wir den Berg, schneeweiß bedeckt, Ulriken 463. Dort fährt eine Seilbahn hoch. Wir werden aber auf den linken Berg zum Sonnenuntergang fahren, weil der ist ja jetzt im Winter sehr früh. Und dort fahren wir mit einer Standseilbahn für umgerechnet circa 10 Euro nach oben. Nach einer technischen Störung mit den Ausgängen können wir nun endlich nach einer halben, dreiviertel Stunde vom Schiff. Ja, jetzt strömen die Massen nach Bergen. Wir wollen jetzt in die große Pfefferkuchenstadt oder Lebkuchenstadt. Das ist eine der größten und die ist halt hier im Bergen. Auch unter Gingerbread Town bekannt. So, jetzt gehen wir in die größte Lebkuchenstadt. Die Kinder haben alles nachgebastelt. Pepperkake, wie? Das wissen vielleicht viele Kreuzfahrer nicht, wenn man ein bisschen vorher googelt, sich informiert über Bergen. Ich denke, das ist was ganz Tolles. Ja, werden wir gleich sehen. Der Eintritt ist ungefähr umgerechnet in Euro 15 Euro. Wow, das ist ein Wow-Moment. Alles aus Lebkuchen, wie das duftet, ein Traum. Traumhaft schön, was hier gebastelt wurde. Das könnte die Brücke sein, die wir heute Morgen unterfahren haben.
Barnehagen-Jektevik. Ja, das stimmt. Senioren haben mitgebastelt. Hier finden wir dann die moderne Art des Lebkuchenbackens. Sage ich einmal Guyul. Fisch getorget, der Fischmarkt im Bergen. Jetzt machen wir uns auf den Weg zur Flöibahn, ja, um hoffentlich den Sonnenuntergang zu sehen über der Stadt Bergen. Die Gelegenheit ist super, tolles Wetter, blauer Himmel, wir schauen. Karten kann man hier ganz einfach kaufen an diesen Terminals und Warteschlange gab es heute auch schon wieder nicht. Ja, und dann mit der Visa-Card und dann hat man die Tickets. Schnee liegt hier auf dem Flöien auch schon. In Winterzeit sieht das hier schon ein bisschen anders aus. Jetzt sind die Zustiege zu den Plattformen nämlich richtig vereist. Auf dem Flöien gibt es noch den Trollskugen. Richtig schon mit Schnee auf den Scheiben. Wiedersehen, Flöien. Jetzt sind wir wieder unten an der Talstation von der Flöienbahn und ja, so langsam die Lichter leuchten, ein bisschen weihnachtlich geschmückt. Thank you.
Jetzt ist hier alles schön schon weihnachtlich erleuchtet. Die Hinterhöfe von der Hansestadt Brüggen sind auch schon weihnachtlich geschmückt. Das Schulehaus ist ganzjährig geöffnet, hat jetzt aber wohl Hochbetrieb. Jetzt sind wir wieder zurück an der AIDA Nova und wollen erstmal schön was essen. Noch einmal in der vollen Pracht von 337 Metern die AIDA Nova. Jetzt gleich um 20 Uhr legen wir aus der Hansestadt Bergen ab. Es war ein schöner Tag. Wir haben einiges geschafft. Naja, gut. Ein bisschen durch das Ausstiegschaos an Zeit verloren. Naja, vielleicht kommt man noch mal wieder hierhin und auch dann wüsste ich noch, was man machen kann. Dann gibt es noch den Ulriken 463 oder einfach nur einen Kaffee genießen in den Cafés von Bergen-Brüggen. Die Polarlichtwahrscheinlichkeit ist heute leider sehr gering, obwohl wir schönen blauen Himmel dazu hätten. Beziehungsweise wolkenlosen Himmel. Jetzt erklingt schon die AIDA Sail Away Melodie und morgen kommen wir dann in Stavanger an. Guten Morgen, Stavanger. Guten Morgen, Schnee, wow, es hat geschneit. Wow, wie viel Schnee hier liegt. Das ist ja Wahnsinn. Boah, richtig viel Schnee hier. Jetzt gehen wir in Stavanger auf Erkundungstour. Wir liegen hier direkt vor der Altstadt. Auch in der Winterzeit finden noch die Ausflüge in den Lysefjord statt. Wanderungen zum Falkestolen können gebucht werden. Gleich am Strandkain sind auch einige Souvenirläden. Hier in Stavanger wird auch schon alles schön weihnachtlich geschmückt.
Hier ein ganz besonderer Laden mit norwegischen Trachten, Bunada. Fußläufig gut zu erreichen, das Ölmuseum in Stavanger. €150 kostet für Erwachsene der Eintritt. Hier gibt es eine Lebkuchenstadt, genau wie in Bergen. Schlittschuhlaufen ist hier auch möglich am Ölmuseum. Noch ist es ziemlich leer und die Pirouetten könnten gedreht werden. Die Aida Nova ist nicht zu übersehen in Stavanger, auch von der anderen Uferseite nicht. Stavanger ist die viertgrößte Stadt Norwegens und dies ist das älteste Haus der Stadt. Ein tolles Café ist auf der Rückseite von der Fußgängerzone oder vor der Fußgängerzone zu finden. Kann man sehr empfehlen. Nette Leute, nettes Personal und guten Kaffee. Nystekte Waffler. Ja, ganz frisch gebackene Waffeln kriegt man hier. Vor 5 Wochen haben wir hier schon mal gefilmt. Da war es noch eine Herbstkreuzfahrt, jetzt eine Winterkreuzfahrt. Jetzt leuchten die schönen Lebkuchenmännchen schon. Schön geschmückt hier in Norwegen. Heute Abend haben wir einen Tisch im Oceans reserviert. Ich finde ja immer diese Videowände so toll, ist schon sehr modern. Dreierlei Fisch und ein sehr leckerer Nachtisch. Guten Morgen, Christian Sand. Ja, wir haben schon angelegt. Es ist noch dunkel und die Fähre nach Dänemark legt gerade ab. Jetzt geht's auf zum Landgang nach Christian Sand. Christian Sand liegt zu 3 Seiten am Wasser. Für schöne Fotos mit einem Elch wurde dieser ausgestopfte Elch vor der Aida Nova drapiert. Ja, eine schöne Idee, habe ich schon mal gesehen, ist öfter bei Kreuzfahrtschiffen in Kristiansand. Eine
Adventskreuzfahrt. Ein so toller Hafen hier in Kristiansand. Und alles mit schönem Schnee. Winter Wonderland. Den Tipp hatte der Kapitän schon an Bord gegeben. Ja, ist echt beeindruckend, wie sich das Schiff hier in diesem Gebäude spiegelt. Eine tolle Sache. Der Weg vom Schiff in die Innenstadt Kristiansand ist gut ausgeschildert und führt über eine Brücke und dann noch weiter an ein Hafengelände. Sagen wir mal so 20 Minuten, dann ist man in der Stadt, genau. Ja, hier ist eine kleine Wichtelwelt aufgebaut. Sehen wir ja, ist auch nicht drin viel los. Es verläuft sich alles. Wir waren fast alleine in der Ausstellung. Wir gucken später bei Beleuchtung hier nochmal rein. Fiskebazar hört sich ja schon etwas spannend an. Was ich jetzt hier echt nicht toll fand, die lebenden Dorsche in dem Becken, eng auf eng, das muss nicht sein. Da blutet das Anglerherz. Hier ist das Hafenbecken sogar vereist. Wir haben so minus 1 Grad. Gestern ist gerade neuer Schnee gefallen. Ganz toll, die Passagiere haben Spaß hier. Vor allen Dingen die vielen Kinder, die mit sind. Bordboot, das große, ist hier auch eingefroren. Ja, sieht schon toll aus, das macht Spaß. Nicht nur Winter Wonderland auf AIDA, sondern auch in Kristiansand. Super. In Kristiansand ist auch schon der Weihnachtsmarkt eröffnet. Den werden wir uns gleich mal ein bisschen näher anschauen. Pusebühn, das ist ein Stadtteil von Kristiansand im Innenstadtbezirk Quadratüren am Westufer des Flusses Otra. Ja, hier sind halt schöne Holzhäuser und wenn man in Kristiansand ist, ja, dann geht man da auch einfach mal durch. Einige der Stände haben noch nicht auf oder nur am Wochenende. Ja, man kann es auch nicht mit deutschen Weihnachtsmärkten vergleichen.
Jetzt probiere ich hier auch mal ein Glöck und ja, die Kirchturmuhr schlägt auch gerade. So richtig dunkel ist es noch nicht. Aber irgendwie ja mal ganz anders als auf deutschen Weihnachtsmärkten. Alles auch langsamer, hügeliger, entspannter, etwas relaxter. Die Domkirche von Christiansand steht auf dem Marktplatz der Stadt. Sie ist eine neugotische Kirche und wurde von 1884 bis 1885 geweiht. Ein paar alte Kaffeemühlen und traditioneller norwegischer Weihnachtsschmuck wird hier verkauft. So ein modernes Café im Gegensatz zu gestern. Beides war wunderschön. Jetzt gehen wir zurück zum Schiff und jetzt kommen die tollen Lichter in der Fiskebrügge schon zur Geltung. Ganz toll. Es sind viele Leute unterwegs, aber wir haben nie lange angestanden, weder beim Check-in oder Check-out auf Schiff. Wie versprochen, werfen wir jetzt nochmal in der Dämmerung einen Blick in diese Wichtelausstellung. Hier kann man das Schiff super toll fotografieren, sich da vorstellen. Das gibt es selten in Kreuzfahrthäfen. Und nun gehen wir zurück zum Schiff. Ich finde das Typhon ja immer wieder toll, wenn es ertönt. Das gehört für mich zur Seefahrt dazu. Und viele andere Gäste standen auch wieder oben an Deck, obwohl es auch ein bisschen, ja vielleicht, ja vereist war es nicht, es lag ein bisschen Schnee. Das ist einfach toll, so ein Ablegemanöver, und das gehört dazu und das unterscheidet sich ja auch von einem Hotelaufenthalt. Nun haben wir in Oslo festgemacht, in dem Hafen von dem Viertel Akerbrügge. Die Color-Line aus Deutschland, die läuft auch gerade ein. Ja, und das waren 296 Seemeilen von Kristiansand bis in die Hauptstadt Norwegens, Oslo. Nun geht's zum Landgang nach Oslo. Ja, als Tipp, hier halten die Taxen direkt am Schiff, ist vielleicht für etwas geh-eingeschränkte Leute wichtig. Und das macht die Sache einfacher als immer die langen Wege aus dem Hafengelände raus. Auch einen Souvenirshop gibt es hier wieder direkt am Schiff.
Dieser Baum ist bestimmt heute Abend, wenn wir bei Dunkelheit zurückkehren, ein Highlight. Ich habe sowas noch nie gesehen. Es wird hier gerade noch Salz gestreut. Ja, es ist ganz schön eisig in Oslo. Und da ist nochmal die Aida Nova. Dies ist das Rathaus von Oslo. Das Nationaltheater. Und ein Bahnehagen. Jetzt sind wir schon auf der Karl-Johanns-Gate. Hier ist auch der Weihnachtsmarkt. Die Hop- und Off-Busse, die fahren direkt am Schiff ab und haben auch natürlich die markanten Haltepunkte in Oslo. Unweit des Weihnachtsmarktes ist schon das königliche Schloss Oslo, Norwegen. Ja, man kann hier einfach so rumspazieren, ist nicht wie in anderen Ländern irgendwie abgezäunt, umzäunt. Das ist hier auch eine ganz tolle Geschichte. In Oslo kann man auch alles fußläufig gut erreichen. Auf der einen Seite das königliche Schloss und nun stehen wir schon vor dem Parlament. Stortinget. Ja, hier ist ein Glühwein ein bisschen teurer, umgerechnet fast 10 Euro. Hier im Winterland ist der Weihnachtsmarkt direkt an der Eisbahn Spiker Super in Oslo an der bekannten Karl-Johanns-Gate. Von der Karl-Johanns-Gate sind es auch nur noch wenig Schritte bis zum königlichen Schloss. Willkommen in Norwegen, willkommen in vor Julia Market. Hey!
Jetzt ist die Zeit wieder für uns vorüber in Oslo. Wir gehen zurück zum Schiff und das Hafenviertel Akerbrügge ist sicherlich sehr schön beleuchtet. Und jetzt haben wir bald die Aida Nova wieder erreicht. Für viele Gäste ist jetzt noch der beleuchtete Baum hier eine Attraktion, bevor wir an das Schiff kommen und uns wieder einchecken. Jetzt sind wir wieder zurück auf dem Schiff. Morgen haben wir noch einen Seetag und dann werden wir wieder Hamburg erreichen. Überall sind schöne Gimmicks zu Weihnachten aufgebaut, zur Adventszeit und alles. Guten Morgen Hamburg, wir sind zurück. Auch hier ist es weiß und nebelig. Eine sehr schöne Reise geht zu Ende mit vielen winterlichen Eindrücken. Ich kann es einfach nur empfehlen. Das war so toll. Ganz tolle Sache. Vorweihnachtliche Zeit in Südnorwegen. Danke, dass du auf meinem Kanal vorbeigeschaut hast. Gerne guck dir auch noch die Zusatzfilme zu diesem Urlaub an. Das ist einmal der Film vom Osloer Weihnachtsmarkt und einmal von der Lebkuchenstadt Pepperkakebyen.